Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Command & Conquer Alarmstufe Rot 1. Und ja, dann würde ich mal sagen, machen wir hier mal direkt weiter in der Mission 8. Wir waren ja hier in Baden-Württemberg angekommen. Beim letzten Mal haben wir ja hier versunkener Schatz gemacht und jetzt ist es Baden-Württemberg. Route A oder Route B? Ich würde sagen Route A. Gehen wir mal in Richtung Norden. So, machen wir mal Start. Sehr, sehr gut. Ich hoffe, dass jetzt wieder eine Cutscene kommt. Hallo? Ah ja, sehr gut. Alles klar. Es verschwinden und wieder auftauchen. Aber mit viel zu wenig Kontrolle. Wir hatten einige Verluste. Aber haben Sie diese Kontrollprobleme gelöst? Darum geht's ja beim ganzen Projekt Chronosphäre. Und hier kommen Sie ins Spiel. Ich wollte, dass Sie das hier sehen, damit Sie verstehen, wie wichtig Ihr nächster Auftrag ist. Hier wird die Chronosphäre getestet, in einer Forschungsstation in der G-Zone bei Laich. Die Sowjets haben vor kurzem erfahren, was hier vor sich geht, und seitdem kommen ihre Bomber regelmäßig zu Besuch. Sie, Commander, müssen diese Forschungsstation beschützen. Und natürlich auch die Wissenschaftler darin. Begeben Sie sich sofort zu dem Stützpunkt und befestigen Sie ihn. Wir würden ihn ja räumen, aber dann wären Monate der Vorbereitung zunichte gemacht. Die Gebäude und ihre Einrichtungen müssen funktionsfähig bleiben, bis die Versuche abgeschlossen sind. Zeit läuft. Oh nein, Leute, nicht diese Mission. Das ist so eine Scheißmission. Aber gut, Leute. Gehen wir mal direkt mal hier raus. So. Und zack, genau, die Energie fällt aus hier. Sehr gut, dann würde ich sagen, wir müssen uns hier durchkämpfen. Tatsächlich. Wir haben hier Schiffe zur Verfügung. Die stellen wir mal hier unten hin. So. Der Bauhof kann mal bitte hier hinkommen. Das ist so eine Drecksmission, Leute. Wir müssen wirklich hier die Chronosphäre hier unten beschützen. Hier die. Das Ding. Und, wir brauchen dazu alles, was wir kriegen können an Einheiten. Wirklich. Wir brauchen dazu alles, was wir kriegen können. Diese ganzen Manneken können direkt mal hier hin. Wo ist der Bauhof, Leute? Der Bauhof muss unbedingt hier runter. Ja. Weil es ist eine Zeitmission, wie ihr seht, 40 Minuten. Und ja, wie gesagt, ich muss den Bauhof hierhin begleiten. Den würde ich sagen, baue ich einfach mal hier unten auf. So, Leute. Ah, ja, ja, da kommt er nämlich wieder mit seinen scheiß Flugzeugen angeschissen. Seht ihr das? So, der Bauhof ist da. Alles klar, dann bau direkt ein... wo ist das? Großkraftwerk, genau. Wir können jetzt zum ersten Mal die... Großkraftwerke bauen. Und da würde ich sagen, machen wir das einfach mal hier so. Los. Großkraftwerk bitte hier aufbauen. Und ganz wichtig ist, hier diese beiden... Drei am besten. Drei Mauern verkaufen. Weil... Jo. Was macht der denn da, Leute? So. Wir haben sogar ein paar Bonuseinheiten vom Anfang. Das ist sogar ganz gut. Ah, falsch aufgebaut. Egal. Ja, wir müssen eine Waffenfabrik gleich bauen. So, dann... Der kommt nämlich jetzt hier ordentlich angeschissen gleich, Leute. Mit Mammutpanzer, mit Raketenwerfer, mit allem möglichen Scheiß. Seht ihr das? So. So, den kriegt ihr noch, ne? Genau, Leute. Sehr, sehr gut. Damit er mir hier nicht immer die Energie klaut... Da seht ihr, das ist diesen scheiß Mammutpanzer da. Aber den kriegt ihr.
Den schafft ihr. Sehr gut. Den schafft ihr, Leute. So, sehr schön. Haben wir da jetzt unsere drei Flachs. Die Energie, die passt. Sehr gut. Und ja, da müssen wir uns hier definitiv verteidigen. Also wir haben hier unsere Schiffe. Wie gesagt, und der kommt gleich ziemlich angeschissen. Und dem möchte ich ganz dringend vorbeugen. So. Dann würde ich sagen, lege ich hier einfach mal ein paar Minen hin. So, dann lege ich hier Minen hin. Weil der kommt nämlich gerne von hier. So, da unten ist er nämlich schon wieder. So, da seht ihr das. Da hat er nämlich Verstärkung gekriegt hier. So, Leute. Waffenfabrik kommt hier unten hin. Und direkt noch ein Sammler. Direkt noch ein Sammler, Leute. Ganz wichtig. Und vor allem Bunker. Ja. Wir brauchen vor allem Bunker. Weil der kommt nämlich auch mit vielen Manneken an hier, deshalb. Ja. Die Bunker. Ja, sehr gut. Der Minenleger. Und ja, Leute. Ich hoffe, es geht euch gut soweit. Mir geht's hier gut. Ich nehme es nach wie vor an diesem Donnerstagnachmittag auf. Da ist nämlich noch ein Mammutpanzer. Seht ihr das? Seht ihr die Scheiße da? Gut, dann. Hier. Die Energie. Ah, gut, okay. Großkraftwerk. Aha. Da will er nämlich wieder angeschissen kommen. Seht ihr das? Nix da, Leute. Du hast keine Chance. Du kommst hier nicht rein. Wirklich nicht. Gut, hier unten müssen wir noch verteidigen, Leute. Das mache ich, indem ich hier einfach mal ein paar Mauern. Ha! Ein paar Mauern verkaufe. Und, ja, genau, Leute. Chronosphäre haben sie jetzt zum ersten Mal Versuche mitgemacht. Genau, hier Turm. Haben sie jetzt zum ersten Mal einen Versuch mitgemacht mit der... Nein! Egal. Mit der Chronosphäre. Es hat funktioniert, aber nur so halb. Das Schiff ist direkt wiedergekommen, deshalb... Ja. So. Den Raketenwerfer im Arsch, da los. So, sehr gut. Weg mit der Kacke. Los. Weg mit dem Scheiß. Gut, Leute, wir brauchen Panzer. Wir brauchen einfach nur Panzer. Sehr, sehr gut. Dann macht ihr kaputt. Ja. Sehr gut. Alles klar, Leute. Dann hier unten nochmal verteidigen. Weil er wird auch da angeschissen kommen. Puh, definitiv. Leute, das ist so eine Scheißmission. Wirklich, ich sage es euch. So eine Kackmission. Aber... machbar, wie ihr seht. Wir müssen einfach nur überleben jetzt. Einfach nur diese Chronosphäre hier beschützen. Und, ja. Würde ich sagen, ha! Der ist über die Minen gefahren, seht ihr? So, zack. Versucht nämlich immer hier zu bomben, aber ich habe hier zwei Flachs stehen. Das heißt, der kann nicht bomben. So, sehr gut, Leute. Sehr, sehr gut. Paar Minen, ja, warum eigentlich nicht, Leute? Mega, komm mal her. So. Ja, dann haben wir es eigentlich auch schon, ne? Wir haben uns relativ gut verteidigt hier. Ha, seht ihr? Der ist nämlich schon hier hingekommen. Und, ja, genau. Die fünf Manneken können wir ein bisschen erkunden, tatsächlich. Einfach mit dem Manneken. Weil, ja. So, Bunker noch. Danach baue ich mal eine Werft, tatsächlich. Weil wir müssen uns auch zu Wasser verteidigen, Leute. So. Was versucht er da wieder? Mit einem Mammutpanzer. Okay, Leute. Legt neue Minen dahin. Alles klar. Neue Minen, bitte. Zack. So, dann hier. Ha, der ist voll da reingefahren. Seht ihr das? So, dann zack. So. Alles klar. Ach, der Raketenwerfer ist natürlich mal wieder außerhalb der Range. So. Ah, danke. Penner. Wirklich. So, zack. So, sehr gut. Och jo. Nö, Leuten. Mach die kaputt. Artillerie. Los. Du schaffst zwei Raketenwerfer. Ah, fast. Fast, Leute. So. Und weg damit. Sehr, sehr gut. Dann Türme bauen, los. Einfach hier verteidigen. So, weg mit der Scheiße. Direkt nachbauen.
Weil ihr merkt, der greift hier minütlich an. Das ist, ja, ja. Der Gegner greift hier minütlich an. Auch mit Mammutpanzern. Voll durch die Minen gefahren. Sehr gut. Ja, einmal drauf schießen da oben. Schieß doch drauf da. So. Sehr schön. Was? Oh, da ist noch einer. Okay. Ach du Kacke. Gut, Leute. Ja, Türme nachbauen. So. Das nervt mich so ein bisschen. Das nervt nämlich so ein bisschen jetzt, dass die Sammler hier immer außen rumfahren. Lass die mal hier durchfahren, genau. Weil das frisst nämlich viel Zeit. Gut, die können hier unten hin. Zur Verteidigung. Und dann würde ich sagen, wo ist die Werft, Leute? Wo ist die Werft? Da ist die. Da ist die Werft. So. Ui. Kleiner Ruckler hier. ja. Nochmal eine Mine hier oben hinlegen. Gar nicht mal so schlecht, die Idee mit den Minen, ne? Bin ich auch gar nicht drauf gekommen am Anfang, irgendwie. Dass man hier auch die Minen hinlegen kann. So. Damit die da... Was? Ach du Heilige. Okay. Ach Gott. Nein. Nein, 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 nein. Bau einen Bunker. Los. Bevor der die Energie angreift. Ach du Scheiße, Leute. Bunker hier. Der hat mich hier voll platt gemacht. Okay. So, Gott sei Dank. Wo fährt der denn hin? Was macht der da? Ah, Tech-Zentrum. So. Hollelei. Da ist er doch tatsächlich hier unten reingekommen. Krass. Ah, hier. Ja, so. Dann hier. Zack. Alles vermieden. So. Ach du Heilige. Was macht der denn da? Noch 10 Minuten durchhalten, Leute. Das ist so eine heftige Mission. Wirklich. Aber da hatte ich bei meinem alten Let's Play größere Probleme mit der Mission. Wirklich. Bei meinem alten Let's Play hatte ich hiermit größere Probleme gehabt. Was macht er jetzt? Ah, Mammutpanzer. Toll. So, egal. So. Einfach verteidigen den Scheiß. So. Ach du Scheiße. Was macht der denn hier? Ah, weil ich seinen Sammler angegriffen habe. Geil. Geil, 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 geil. So, jetzt ist er nämlich sauer. Ja, ja, der ist sauer, weil ich seinen Sammler angegriffen habe. Was zur... Wie das denn? Warum das denn? So, Sammler weiter sammeln hier. Los, ihr macht die Raketenwerfer platt, bitte. Nicht nur mit einem. Verdammt nochmal. So. Macht ihr kaputt? Sehr gut. Sehr schön. Gut, Leute, da habe ich keine mobilen Einheiten mehr. Ja, natürlich. Es ist schon wieder Energie weg. Warum das denn? Warum konnte der jetzt bomben, hä? So. Warum bleiben die Sammler eigentlich immer stehen, hä? Ja, genau. So. Oh, wieso bleiben die immer stehen? Das ist doch beknackt, Leute, wirklich. Die bleiben immer stehen, die Sammler. So. Oh, Gottes Willen. Warum bleiben die immer stehen? was? Das hat meine Raffinerie platt gemacht. Bitte was? Ja, dann, 2 Minuten? Ja, ist in Ordnung. Komm. Die habe ich geschafft, die Mission, Leute. Sehr, sehr gut. Dann würde ich sagen, speichern wir das mal. Mission 8. Das ging gerade alles ein bisschen sehr schnell. Ja, muss ich sagen. Gut, dann macht die halt kaputt. Ist ja egal. Eine Minute noch. Der hat tatsächlich meine Raffinerie hier platt gemacht. Deshalb. Aber ja, gut, Leute. Wisst ihr was? Wir haben es geschafft. Noch die paar Sekunden abwarten. Ja, das soll er mal versuchen kommen. Und zack, das war's. Sehr schön. Wir haben's, Leute.
Richtig nice. Ha. So. Sehr, 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 sehr cool, Leute. ja. Ah, hier. Freischalten, Schutz der Chronosphäre abschließen. Bonusgalerie freischalten, Tape. Okay, cool, Leute. Dann würde ich mal sagen, jo, gebe ich mal kurz meinen Namen ein. Und ja, sind wir jetzt wieder bei der Europakarte. Ja, die Russen, die sind aus Baden-Württemberg tatsächlich raus. Ja, wir gehen jetzt hier als nächstes nach Nordwestrussland. Alles klar, Leute. Dann würde ich aber erstmal sagen, machen wir wie immer. Hier. Hier. Stopp. Bild, Bonusgalerie, genau hier. Tape. Oh, cool, schaut mal. Betacam-Aufnahmen der B-Roll-Aufnahmen für die Videosequenzen von Alarmstufe Rot. Am 3. Januar 2019 in einem Lagerschrank bei Electronic Arts Los Angeles entdeckt. Ach, wie geil, das ist so eine alte, so ein altes Band, wie cool. Okay, ja, cool. Dann würde ich mal sagen, Leute, Missionsauswahl, machen wir weiter hier mit Mission 9 tatsächlich schon. Kosigin extrahieren. Alles klar, da würde ich sagen, nehmen wir mal den Südweg. Alles klar, Leute. Dann gibt es jetzt hoffentlich mal wieder eine Cutscene. ja. Warten wir einfach mal ab. Ja, sehr gut. Commander, ich glaube, das könnte endlich der Wendepunkt dieses Krieges sein. Nachdem Stalins eiserner Vorhang aus dem Spiel ist und die Chronosphäre funktioniert, ist unser Sieg nahe. Aber es bleibt immer noch viel zu tun. Einer unserer Spione hat unsere schlimmsten Befürchtungen bestätigt. Die Sowjets haben eine Waffe entwickelt, die gewaltiger ist als alles, was die Menschheit kennt. Eine atomare Bombe. Stalin hat vor, diese Bombe nicht auf Cyborgs im Schlachtfeld, sondern auf Zivilisten abzuwerfen. Wenn ihm das gelingt, zerstört er alles, wofür wir gearbeitet haben. Das ist Major Wladimir Kosygin. Einer von Stalins wichtigsten Atomstrategen. Geheimdienstberichten zufolge hat er wichtige Informationen über Stalins Pläne mit dieser neuen Waffe. Offenbar beabsichtigt Stalin, mehrere europäische Städte zu bombardieren. Mit diesem eklatanten Bruch des Cyborg-Kriegsvertrages hat er sich selbst zum Terroristen abgestempelt. Kosygin ist von Stalins Methoden angewidert und bereit überzulaufen. Hier können Sie Kosygin finden. In der Werftanlage von Ria. Führen Sie einen Spion an den Verteidigungsanlagen vorbei, ins Befehlszentrum. Wenn Sie Kosygin gefunden haben, schicken Sie Ihre Transporter rein, um ihn rauszuholen. Ah, okay. Ah, das haben wir gerade gesehen. Das ist Frank Klipacki im Übrigen. Verstärkungen sind eingetroffen. Genau, das war der gute alte Frank Klipacki. Gut, Leute. Alles klar, wir müssen also Kosygin aus einer russischen Einrichtung befreien. Der möchte nämlich ganz gerne zu uns überlaufen. Genau, Leute, dann würde ich sagen, gehen wir das mal in Angriff hier. Großkraftwerk. Guck mal, Leute, wir können die Großkraftwerke bauen. Sehr schön. Alles klar, dann würde ich sagen, machen wir das mal. Direkt verkaufen das Mini-Kraftwerk. Ja, wir mit unserer Drei-Mann-Armee. Das ist ja wirklich ein Witz, was die uns hier geben, ne? Aber gut, Leute. Schalten wir nochmal um. Ach du Scheiße, auf die alte Grafik hier, ey. Das ist doch echt krass. Dieser Unterschied. Schaut euch das an, ey. Ja, das war das alte Commander Conquer gerade eben. Gut, Leute. Dann Kaserne. Und ja, freut mich, dass ihr nach wie vor hier dabei seid. Bei dieser nächsten Folge. Jo, Waffenfabrik. Die letzte Mission, die war ja wirklich einfacher, als ich gedacht habe. Also da hatte ich beim Let's Play doch größere Probleme gehabt mit dieser Mission. Keine Ahnung, was da gerade los war.
Das war die Babyversion. Die Babyversion von der Mission. Und wir haben hier tatsächlich eine Insel für uns. Das ist doch schon mal sehr gut. Alles klar, dann würde ich sagen, bauen wir eine Schiffswerft. Und nochmal einen zweiten Sammler, bitte. So. Tja, Leute, wie gesagt, also... Wie geht's euch so? Mir geht's sehr gut. Warum geht das nicht? Hey. So, hier. Hallo? Okay. Hallo? Warum kann ich hier nichts... Leute? Was ist los mit dem Spiel? Ich konnte eben hier nichts anwählen, komischerweise. So. Hä? Warum? Was? Jetzt auf einmal, okay? Hä? Komisch, aber gut, Leute. Einfach Kampfpanzer bauen. Und eine Radarzentrale. So. Ja, wie gesagt, also... War gerade ein bisschen komisch, dass ich da hier nicht... Oh, hier ist gerade irgendwie was abgestürzt. Ach, Origin, Mensch. Mann. Ja, das war das blöde Origin. Keine Ahnung, ja, warum das manchmal abstürzt. So, aber egal. Jetzt haben wir es wieder. So, sehr gut. Die sieht ein bisschen anders aus, die Insel, habe ich das Gefühl, oder? Wird gebaut. Na, komisch, ne? Ja, ist egal. Abgeschlossen. So, dann würde ich sagen, jo, verteidigen wir uns gleich nochmal ein bisschen. Das nächste Kraftwerk kann hier oben einfach hin. Einfach mal ein paar Türmchen hier unten hinbauen. Ja, die Insel sieht anders aus. Die sieht anders aus, die Insel, tatsächlich. Gut. Einfach Türmchen aufbauen hier und Flachs noch. In dieser Mission hat der Gegner nämlich zum ersten Mal Hubschrauber, glaube ich. Es gibt hier nämlich auch Hubschrauber in diesem Spiel. Ja. Ja, definitiv. Also, ja. Da waren hier. Ja, das ist eine andere Insel tatsächlich, Leute. Interessant. Finde ich echt interessant. Also, muss man sagen. Gut, dann bauen wir ein paar Zerstörer. Nochmal ein paar Kampfpanzer. Und von dem Geld jetzt noch hier baue ich jetzt noch ein paar Bunkerchen. So. So, Leute. Und du sammelst bitte Edelsteine ein, weil wir haben im Moment einen Geldengpass. Bestätigt. Ganz genau. So. Die weigern sich immer noch, die Edelsteine einzusammeln, ne? Das ist... Ja. Die Sammler weigern sich nach wie vor. Finde ich lustig. Aber es ist in der Tat so. Guck, die feiern immer woanders hin. Das ist irgendwie doof. Aber gut, man, dafür kennt man ja die KI in dem Alarmstufe Rot, ne? Die ist immer ein bisschen komisch. Schaut euch das an. Was macht der da? Na, egal. Einfach weiterbauen hier. Los. Und ja, meine Güte, das neue Spiel ist auch irgendwie viel schneller als die alte Version, ne? Ist irgendwie... Ja. Viel schneller. Alles klar, cool. Auch danke, dass das so flüssig läuft, ne? Läuft, geht das so schnell. So, dann brauchen wir jetzt nur noch 4 Silos. Ah, nein, da brauchen wir noch ein Kraftwerk. Okay, Leute. Sammelt doch erstmal das Zeug hier unten. Meine Güte, die Sammler hier, ey, wirklich. So, zack. Ja, das passt schon so. Ne? Der sammelt jetzt brav alles ein hier. Ja, sehr gut. Jetzt kommt ein Hellmarsch, oder? Nach diesem Song kommt immer ein Hellmarsch. Wird gebaut. Oder? Kommt das ein Hellmarsch? Eigentlich ja. Genau, da ist der Hellmarsch. Richtig cool. Wird gebaut. Genau. Leute. Du. So, ja. Der bringt's rein. Sehr gut. Genau, wieder mit diesem Nazi da. Diesem Nazi im Hintergrund. Genau. Abgeschlossen. So, die 4 Silos, die kommen mal hier hin. Zack. Wird gebaut. Der baut weiter Einheiten, deswegen. Ja, genau. Ja, das ist das Einzige, wo man aufpassen muss. Wenn man diese Einheitenwarteschlangen hat, dass man dann die Kohle schneller ausgibt, als dass er reinkommt. Da muss man ein bisschen drauf achten, aber geht schon.
Gut, liebe Zerstörer, ihr seht geil aus. Konstruktion so. So, weitere Silos bitte. Konstruktion abgeschlossen. Haben wir hier auf einmal. Achso, ja, wegen dem Gebäude, klar. Logisch. Und gut. Dann noch ein paar Flachs bauen gleich. Damit wir auch gegen die Luftangriffe geschützt sind, weil hier der Gegner hier, der hat, glaube ich, Luftangriffe. Ja, richtig. Und ja, meine Güte, also dritte Folge, die ich jetzt heute aufnehme. Es macht einfach süchtig. Es ist einfach so, Leute. Es macht süchtig. Wenn ihr es euch geholt habt, wisst ihr, was ich meine. Es macht verdammt süchtig. Alles klar. Gut, Leute. Ja, wie gesagt, wir haben ja eine Insel für uns alleine. Das finde ich auch sehr cool. Und wir brauchen hier zumindest schon mal, was jetzt die Angriffe angeht, uns nicht in die Hose zu scheißen. Wobei, das machen wir auch sonst nicht. In die Hose scheißen. Die Angriffe hier, die sind noch relativ human. Da habe ich bei Dune 2000 schon anderes erlebt. Kann ich ganz ehrlich sagen. Diejenigen von euch, die es geschaut haben, die wissen, was ich meine. Einsatz hier nicht möglich. Ich sag nur vorletzte Ordos-Mission. Gut. Leute, wie viel Energie haben wir noch? 20. Nee, reicht nicht. Okay, dann ist es egal. Dann bau einfach hier noch ein paar Panzer und noch ein paar Zerstörer. Und vor allem noch Transporterchen für gleich. Für den Angriff. Und ja, Leute. Wir müssen Kosygin aus der Hand der Russen befreien. Würde ich sagen, machen wir das mal. Überläufer sind immer gerne gesehen. Um Stalin daran zu hindern, seine Atombomben abzuschmeißen. Ja, das ist heftig. Atombomben, ja. Und ja, schön aufgedeckt jetzt die halbe Karte. Und dann würde ich sagen, fahrt mal dahin. So, ganz genau. Die auch, bitte. Einfach hier hinfahren. So. Die können eigentlich hier bleiben, stimmt schon. Was die drei. Oder doch, kommt, wisst ihr was dann. Fahrt doch hier hin. Ach, das macht so viel mehr Spaß mit einer HD-Version, ne? Das ist unglaublich. Wirklich. Das Spiel macht so viel mehr Spaß. So. Dann die drei Meniken können. Stell ich mal an die Küste. Einfach nur, weil ich es kann. Oh, und dann sehe ich auch schon, sind wir bald am Folgenende angekommen. Ne? Gut, dann würde ich mal sagen, jo, fahren wir noch mal ein bisschen rum hier. Was haben wir denn hier? Ja, das ist eine andere Gegend. Das ist wirklich eine andere Gegend. Krass. Ja, ja. Sehr interessant. Nee, wirklich. Ist wirklich interessant. Weil diese Mission habe ich noch gar nicht auf dieser Karte gespielt. In Ordnung. Interessant, ja, tatsächlich. So. Das ist eine andere Gegend. Okay, ich verstehe. Ja, Einheitenproduktion läuft munter weiter. Schaut mal. Sind das alle? Das sind alle bis jetzt, okay. Ja, gut. Ist nicht schlimm. Gucken wir mal noch mal ein bisschen weiter und dann beende ich auch schon mal die Folge. Weil wir haben wirklich nicht mehr viel Zeit. Schade eigentlich, Mann. Die Aufnahmesession ist erfolgreich verlaufen, aus meiner Sicht. Drei Missionen fast geschafft. Ist schon cool, ja, muss ich sagen. Oh, hier kann man reinfahren. Okay. Ah, hier kann man auch landen. Okay. Sau interessant, wirklich. Sau interessant. Gut, Leute, dann würde ich mal sagen, speichere ich das Ding. Mission 8. Und wenn euch die Folge gefallen hat, Leute, würde ich sagen, lasst mir doch gerne mal ein Like oder Abo da. Würde mich sehr freuen. Und ja, dann würde ich mich auch freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid, bei Command & Conquer Remastered Edition. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ne? Tschüss.